Ja, moin zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Redstone. Und heute begeben wir uns auf den zum zweiten Versuch unserer großen Tour. Der erste Versuch ist ja in der letzten Folge kläglich gescheitert, wie man sehr, sehr gut sehen konnte. Über 10 Minuten gesucht, Creeper, bam, tot. Jetzt hat sich mein Spiel minimiert. Naja, schnell wieder angemacht, schnell wieder rein und sofort weitergegamed. Fliegende Blöcke, okay. So, jetzt gehe ich mal in diese Richtung, nachdem ich festgestellt habe, dass die andere Richtung eine richtige Todesfalle ist, und schaut mal, was ich verpasst habe. Ich habe nur eine Eisenspitzhacke dabei. Uiuiui, okay. Probieren wir es trotzdem mal. Ich habe jetzt gerade noch die Haltbarkeit einer Eisenspitzhacke im Kopf. Da kann ich nämlich mal kurz gucken. 250. Warte, halt. Bin ja nicht schon vorgestern. Es könnte ja sehr gut sein, dass es da hinten dran weitergeht. Deshalb einfach mal graben, graben, graben. Mal sehen. Ich will jetzt nicht da in die Lava fallen. Hey, ich kann jetzt endlich ein Feuerzeug machen. Nice. Okay, wo geht's weiter? Wo geht's weiter? Ich höre doch die Lava. Da muss es doch hier irgendwo weitergehen. Okay, jetzt habe ich hier freigeräumt. Hier geht nirgends weiter. Ah, Freunde. Okay, dann haben wir hier nichts verpasst. Ich habe kein Baumaterial mitgenommen. Oh Mann. Ja, das kommt jetzt, weil ich nehme direkt nach der frustrierenden Folge auf. Da hört man ja bestimmt noch, dass die Laune ein klein wenig unten ist. Aber ich hoffe, dass das diesmal ein bisschen besser wird, wenn ich jetzt hier auf XXXL-Tour gehe. Weil ich habe gesagt, durch die Frustration bin ich eigentlich noch mehr motiviert und werde deshalb jetzt eine noch größere Tour starten, nur mit einer Eisenspitzhacke. Deshalb habe ich auch noch Holz dabei, um notfalls eine Werkbank craften zu können, um dann schnell mein Eisenzeug neu zu craften. So, gucken wir mal hier weiter. Hier, na, ich gehe mal nicht über den Fluss. Ich bleib mal hier auf meiner Seite. Hier ist eine Kuh, hier sind Kühe. Jawohl, den Platz merke ich mir mal. War das ein Eingang? Nein. Oder doch? Was war's? Ich suche Höhlen, die gehen, die sehr tief reingehen, nach unten speziell. Weil, wie ich in der letzten Folge gesagt habe, Diamanten sind mir jetzt sehr wichtig. Für Zaubertisch, für Dekoratives und noch mehr. Jetzt geht es erstmal schön runter. Hier ein Zombie. Hier ist ein Creeper. Diesmal kann er da hinten exploden, ne? So. Damit ich keinen Damage bekomme, der mir den Weg frei macht. So, hier geht's weiter. Nein! Jetzt ist mir wie hoch? Jetzt sind wir wie hoch? Wo steht's denn jetzt? Da! 63! Oh, da sind wir aber noch ziemlich hoch. Das ist viel, viel, viel zu hoch. Ich muss noch Minimum 50 Blöcke nach unten. Das heißt, ich suche wahrscheinlich gleich eine Schlucht oder sowas. Oder halt etwas, was ganz tief runter geht. Creeper. Boom, kein Damage. So wie es sein soll. Hier geht es bestimmt auch gleich nicht mehr weiter. Geht's noch runter? Ach, hier war ich ja gerade. Okay, dann bauen wir uns mal wieder hoch. Gehen hier rüber. Und hier hört es auch auf. Nice.
Okay, dann haben wir dies auch schon erforscht, aber da war nichts Gutes drin. Halt, wo renne ich rum? Ich muss hier rüber, da raus. Hier sind Creeper. Bam. Ich lass die einfach extra hochgehen, weil ich möchte nicht nochmal sterben. Deshalb werden die für extra hochgehen gelassen, am besten so, damit ich kaum bis gar keinen Damage bekomme. Umso weniger Hungerkeulen kostet mich das. Ich habe mir hier noch Essen. Ich habe hier noch Essen, so. Oh, mir fällt auch jetzt gerade wieder ein, in der letzten Folge haben wir ja noch einen Bogen verloren. Okay, hier geht's wieder runter. Ich nutze jetzt einfach jeden Höhleneingang. Aber hier ist wieder nur Kohle, nix. Krass. Aber das wäre auch eine geile Location zum Bauen gewesen. So zwei Häuser mit einer Brücke verbinden oder so. Das wäre es jetzt auch noch gewesen. So, einmal nach oben. Sehr weit nach oben. Ich weiß, das ist nicht gut für Höhlen. Aber Patsch. Nächster Eingang. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Okay, so tief wollte ich jetzt auch nicht. Das ist eine Schlucht. Okay, muss ich schon nach unten treffen. So, da sind wir in der Schlucht, Leute. Boah. Höhe? 38, wir sind immer noch viel zu hoch. Ja, mein Avira hat sich geöffnet. Ich habe mal die Ladenwelt geöffnet, damit das auch läuft wie ein Server. Damit ich auch die Geschwindigkeit drauf habe, wie auf einem Server. Weil sonst lasse ich mir viel Zeit und es wird sehr langweilig. Alter, wo kommt denn der jetzt her? Hier raus? Geht's hier noch weiter? Tatsache, es geht hier noch weiter. Aua. Aua. Mensch. Upp, weg. So, nehmen wir mal hier wieder das Eisen mit. Machen wir nochmal alles von vorne. Oh. Freunde, ich glaube, hier geht's runter. Geh mal mit dem Wasser. Eventuell kommen wir ja schon so weit runter, dass wir auf Tierhöhe sind. Jawoll, so weit kommen wir auch. Nice, das war der Fund, auf den ich gewartet habe, von dieser Höhle. Nice, wir haben hier Gold, wir haben Eisen. Na gut, dann gehen wir erstmal auch mal hier erkunden. Hier ist noch ein bisschen Redstone. Was heißt Redstone? Genau, Freunde, das Projekt geht jetzt erst richtig los. Ich muss aber sehr, sehr spitzhackenartig sehr, sehr sparen. Nice, hier ist überall Gold. Dann haben wir hier Redstone. Noch mehr Redstone. Jetzt geht das Projekt richtig los. Sehr viel Eisen. Für Hopper brauche ich sehr, sehr viel Eisen. Hopper gehört ja in die Kategorie Redstone, wer es nicht weiß. Wir haben noch nicht mal einen Stack Fackeln verbraucht und finden direkt sowas. Da war die Tour vom letzten Mal aber sowas von für die Katz. Also richtig unnötige Tour. Unnötig lange. Für nichts und wieder nichts. Doch jetzt hier mit Redstone, Gold und alles Mögliche ziemlich ungefährlich runtergekommen. Sehr, sehr breit heißt, es geht auf jeden Fall hier noch weiter, aber nach oben ist schlecht. Nach oben ist sehr, sehr schlecht. Ich muss nach unten. Oh, jetzt hier wieder viel Eisen. Da komme ich noch dran.
Da ist zwar noch Eisen dran, aber da komme ich jetzt nicht hin an das eine. Laufen wir einfach mal weiter, gehen hier wieder runter. Patsch. Lapis Lazuli. Mega nice. Leute, kann es noch besser werden? Finden wir eventuell schon Diamanten in dieser Folge? Das wäre zu nice. Aber ich glaube, das Lack habe ich nicht. Ich denke wieder, dass ich jetzt hier gegen Zombies kämpfen muss. Oh. Bam! Sehr schön, er hat ausgelöst. Meine Falle hat ausgelöst. Die Creeper-Falle. Ich bin, also wer es noch nicht weiß, ich bin ein totaler Redstone-Noob. Wenn ihr mir helfen wollt, könnt, oder wie auch immer, könnt ihr gerne tun. Weil ich brauche so viel Hilfe wie möglich, weil ich mich ja überhaupt mit Redstone und Co. überhaupt nicht auskenne. Ganz blöd. Leute, ich glaube, heute ist unser Glückstag. Wir finden Smaragde, wir finden sehr viel Redstone, sehr viel Eisen, noch ein Smaragd, also boah. Ich glaube, die sind mittlerweile auch nicht mehr so selten geworden. Weiß es gerade nicht, aber ich glaube schon, wenn wir zwei Smaragde auf einmal finden und Diamanten, Diamanten. Mensch, Leute, wir haben einen Lauf. Es darf uns nur nichts abschießen. Und wir müssen die Steine ausreichen. Hier haben wir sie. Aber hier geht's so extrem mit der Lava nach unten. Ich habe so Angst, dass jetzt irgendwo ein blödes Skelett steht. Und mir einfach. Fast hätte ich die abgebaut. Und wir einfach eiskalt die Butze wegschießt, damit ich in die Lava reinfalle und ich bin weg. Oh, nice, Leute. Diamantbauer. Aber hier geht's schon wieder runter in die Lava. Ah, hier ist ein Diamant über der Lava. Kann ich den schützen? Oh, okay, die Lava geht noch sehr tief. Okay, dann müssen wir hier halt so knack. Dann können wir hier direkt wieder zubauen. Hoffe ich mal. Oh, okay, das geht sehr tief. Okay, dann machen wir das anders. Dann machen wir das so zu. Oh, ist das gefährlich. Ist das gefährlich mit den Diamanten, Freunde? Halt, bevor ich den abbaue. Das da. Dann das. Oh. Oh. Okay, wir haben Diamanten safe. Vier Diamanten. Jetzt bloß schnell wieder hier hoch. Hier ist ein Zombie. Er wollte mich auch schon runterschlagen. So, dann gucken wir mal weiter. Nach diesem Erfolg, nach dem Diamantenerfolg. Hier haben wir noch einen Smaragd, aber den hatten wir schon gefunden. Hier stoppen wir mal das fließende Wasser. Klettern hier rauf, schnappen uns den Smaragd. Gehen wieder runter und ziehen direkt weiter Richtung Gold. Gold. Nice. Kann ich mir bald eine Uhr machen. So, zack. Zack und zack. Nochmal Eisen. Ey, Leute, das ist jetzt wieder Freude, nachdem wir in der letzten Folge ja so ein Pech hatten, mit der Höhle jetzt so einen schönen Fund gemacht zu haben. So, rennen wir wieder zurück. So, wieder zurück. Wo ist mein Durchgang? Hier ist er. Da muss ich durch. Hier muss ich rüber. Da hinten muss ich lang. Muss ich hier hoch. Das war ja ein Megafund. So, muss ich hier hoch. Und hier runter. Was haben wir hier? Noch was Interessantes? Eventuell? Nein, nur noch ein bisschen schwarze Kohle.
So, dann müssen wir noch mal wieder hier hoch. Irgendwo hier war noch eine Höhle. Warum liegt hier ein Tintensack? Ja, genau, hierhin wollte ich. Warum liegt hier ein Tintensack? Okay. Okay, hier ist ein Smaragd. Ey, haben wir einen riesen Lauf, einen riesen Smaragdlauf. So, müssen direkt wieder ganz hinunter hier hin, wo wir waren. Zack, doch diesmal laufe ich nicht hier hoch, diesmal laufe ich mal geradeaus. Hier geht's nicht lang. Hier geht's auch nicht lang. Nice, was wir hier so gefunden haben. Wir haben schon jede Menge Fackeln verbaut. Uiuiui. Uiuiui. Okay, jetzt sind wir hier. Wieder. Erneut. Ich schwimme mal ganz nach oben. Zumindest so hoch, wie das Wasser hier reicht. Das hat hier schon wieder Ende. Oh. Oh oh. Oh oh. Ich gehe mal nach unten. Aua. Oh. Hoi. Okay, Freunde, ich baue mich mal ein. Ich baue mich mal ein. So, das ist zwar die Pussy-Taktik, aber hey, ich habe jetzt keine Lust zu sterben mit Diamanten, mit Gold, mit dem Redstone, Lapis und Smaragden. Will ich jetzt noch nicht sterben, deshalb werde ich wahrscheinlich noch hier drin bleiben. Ach Gott, oh Gott. Wieder ein bisschen gerackt. Kann mal sehen, was passiert, wenn ich jetzt noch mal nach oben gehe. Ich gehe jetzt einfach noch mal nach oben, guck, was jetzt passiert. Och Mann. Schwimm einfach hoch. Einfach nur gerade hochschwimmen. Gerade. Was erwartet mich hier oben? Was ein geiler Ausblick. Hier erwartet mich Eisen. Okay. Ah, jetzt habe ich auch das gefunden, was ich wollte. Diamanten, Redstone. Okay, Redstone habe ich noch nicht. Wow. Oh. Das sollte mir jetzt das Skelett anhitten. So. Wo kam der jetzt eigentlich her? Von da oben? Geht's ja noch weiter. Mit Spawner. Zombie, das geht ja noch. Heute ist unser Lucktag, Freunde. Lucky Day haben wir hier. Was finden wir hier so? Kohle, Eisen, viele Knochen, eine Schallplatte und ein paar Strings, die nehme ich gerne mit. Haben wir hier eine Pferderüstung, etwas sehr viel Kohle, Strings. Gunpowder, habe ich da schon Platz? Nein, okay. Aber mega, 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 mega. Jetzt hatte ich irgendwie im Kopf eine Mobfarm zu bauen, aber ich will jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit hin und her rennen, hin und her, hin und her. Mit Kommandoblöcken könnte man arbeiten. Ja, ich habe jetzt gerade keinen Stift da, obwohl ich kann mal gucken. Muss ganz kurz laut sein.
Habe ich einen da? Ich habe einen Stift da, aber der will der überhaupt? Nee. Ach Gott, oh Gott. Es reicht doch ein ganz normaler, futz normaler Buntstift. Mehr brauche ich ja nicht. Oh. Oh. Ho! Schnell zumachen. So. Ist da etwa noch einer? Nein. Okay. Jetzt sind wir am Spawner. Jetzt muss ich wieder. Ah, hier ist ein Stift. Geht der auch? Der scheint noch zu gehen. Und ist hier irgendwas, das ich noch nicht brauche, nicht mehr brauche? Ja, haben wir doch noch was. Okay, dann schreiben wir mal die Koordinaten auf von dem Spawner. Und zwar hier einmal. Oh Mann. Der geht nicht. Och Mann. Weitersuchen. Entschuldigung, wenn ich das in der Folge mache, aber es ist jetzt wichtig. Ich will jetzt nicht hier sterben, muss mich etwas mehr konzentrieren. Also hier X. Schreib einfach 146. Y 61 und Z ist minus 311. So, da haben wir es aufgeschrieben. So, Freunde, aber die Folge ist vorbei. Danke, dass ihr sie angeschaut habt. Wir haben eine sehr erfolgreiche Tour jetzt. Wir stehen hier am Spawner. Mega geil, dass wir den gefunden haben. Wir werden mit Kommandoblöcken arbeiten. Nice, also geil. So, 22 Minuten. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Lasst auch mal ein Like da, das wäre nice. Eventuell auch ein Abo, wenn euch mein Kanal gefällt. Dann sage ich tschüss, bis zur nächsten Folge Minecraft Redstone. Da werden wir immer noch auf Tour sein. Bis dahin. Ciao, ciao.